Ich sag nur, hui! Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Wir machen jetzt hier die Quest mit Emma, denn ich möchte ganz gerne endlich auch mal hier auf Tiffany das Rennen in Golden Hills im Goldblattwald freischalten. Und da müssen wir Emma zurückbringen. Gott sei Dank bist du hier. Ich stehe vor der wichtigsten Entscheidung meines Lebens und Sonja ist nicht gerade eine große Hilfe. Zumindest glaube ich, dass es die Quest war. Ich glaube, das hat sich alles ein bisschen verändert. Jetzt geht das schon wieder los. Ich habe auf ganz Jorvik nach dem perfekten Partner gesucht. Jemand, der es liebt, im Mondlicht durch den Wald zu spazieren. Und der über meine Witze lacht. Jemand, der spontan und frei ist, aber auch zuverlässig. Jemand, der mein Herz Purzelbäume schlagen lässt. Du verstehst das doch, oder? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Wirst du mir helfen, das Pferd meiner Träume zu finden? Monatelang habe ich für Karen im Goldblattstall Überstunden gemacht und jetzt endlich genug Geld für mein eigenes Pferd zusammengespart. Ich bin ja auch nicht wählerisch. Jede Rasse ist auf ihre Weise wundervoll, findest du nicht? Mir ist nur wichtig, dass es eine ganz besondere Bindung zwischen uns gibt. Ich will, was Sonja und Kasper haben. Aber so viele Pferdeprofile ich mir auch online ansehe, der richtige Kandidat ist einfach nicht dabei. Das habe ich dir doch schon erklärt, Emma. Du musst dir die Pferde persönlich ansehen. Über dein Smartphone wirst du nie eine Bindung verspüren. Ich weiß. Aber was, wenn ich das perfekte Pferd finde und es nicht dasselbe für mich empfindet? Ich muss mich jetzt wirklich auf einen Wettkampf vorbereiten. Du hast von mir eine Liste mit tollen Pferden hier in der Gegend bekommen. Vielleicht kann Tiffany dich ja mitnehmen und ihr könnt sie euch gemeinsam ansehen. Wirklich? Tiffany, würdest du das für mich tun? Ja, können wir schon machen. So, das erste Pferd, wo wir hin müssen, ist in Firgrove. So viel dazu. Ich würde aber sagen, wir nehmen jetzt den Transporter. Es ist doch nicht die Quest. Ich weiß jetzt aber wieder, welche Quest es ist. Und ich weiß auch noch, wie die Quest, was hier noch alles passiert und was hier auf uns wartet. Es geht doch demnächst mit der Story weiter, aber da habe ich ein kleines Problem gehabt. Ich hatte eigentlich die Quest aufgenommen mit Tiffany. Die Pfeile ist aber im Eimer. Deswegen musste ich jetzt mit Dina schnell nachziehen. Und wenn die entsprechend die Quest machen kann, dann geht es auch mit der Story wieder weiter. Deswegen nutze ich das jetzt gerade so ein bisschen, um die Lücke zu füllen. Heiliges Zaumzeug, das war abgefahren. Was wäre, wenn ich mit dir nicht mein eigenes Pferd kaufe, sondern stattdessen mit dir überall hinreite? Ich wäre dein Satteltaschenhaustier, nur etwas größer, ne? Passt vielleicht nicht so ganz da rein. Nein, Emma, du wirst das schaffen. Du bist eine mutige, wunderschöne, unabhängige junge Frau. Du verdienst es, dein eigenes Pferd zu reiten. Genau. Sieh doch, dort ist die Stallverwalterin Felicity. Sie kann uns bestimmt helfen. Hallo Emma, Sonja sagte mir, dass du dir dein erstes Pferd kaufen willst. Ich bin sehr stolz auf dich. Das stimmt, ich bin definitiv auf der Suche nach meinem Seelenverwandten. Hast du das perfekte Pferd für mich? Das sind aber ganz schön hohe Anforderungen, denen dein Pferd da gerecht werden muss. Ich glaube ja nicht an die Liebe auf den ersten. Er ist wunderschön. Wie ich sehe, hast du Kleid gefunden. Er ist ein kleiner Gauner, aber ich nehme ihn. Immer langsam mit den wilden Pferden, Emma. Vielleicht möchtest du ja erst einen Testritt mit ihm unternehmen. So könnt ihr euch etwas kennenlernen. Ob ich mich das traue? Er ist ja so majestätisch. Tiffany, würdest du mich begleiten? Na klar, machen wir doch glatt. Also ich persönlich bin ja kein Fan der Clydesdales. Was für ein beeindruckender Gang. Aber das hier, das finde ich total toll. Das hat mir damals schon so, so, so gut gefallen, als ich zum ersten Mal diese Quest gemacht habe. Tadam, tadam, tadadam, tadam. Er ist recht eigensinnig, nicht wahr? Naja, ein kleiner Gauner, hat Felicity ja schon gesagt. Wobei er das doch gut macht. Finde ich zumindest. Guck
guck mal, da hat sogar Emma gerade schön in die Kamera geguckt. Ach Mensch, was für ein tolles Bild. So. Also ich finde den nach wie vor, ich finde den so schick. Ich werde versuchen, mit ihm zu springen. Oh Gott. Wo wollte sie denn da drüber springen? Da liegt doch gar nichts. Hallo, lauf! Das wäre mal interessant, wenn bei einem Springturnier alle so quietschen würden, wenn sie bei den Hindernis springen. Also ich finde, sie passt zu dem Pferd. Mir ist etwas schwummrig. Schwummrig auf einem Pferd. Na gut. Ach, die Blässe ist auch toll. Die fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich bringe ihn am besten zu Felicity zurück. Okay, und da ist die Entscheidung schon gefallen. Der Funke ist nicht übergesprungen. Finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil ich hätte, also wie gesagt, zumindest optisch gefunden, dass die beiden sehr, sehr gut zusammenpassen. Aber das ist ja nicht der ausschlaggebende Punkt, ne? Und wie hat dir unser Freund Clyde gefallen? Oh, Herr Wyatt, erwartungsvoll. Er hat einen unverkennbaren schelmischen Charme. Ich liebe seine Blässe, aber tut mir leid, mein Großer. Es liegt nicht an dir, sondern ganz allein an mir. Ich bin einfach noch nicht bereit für so viel Pferd. Oh, er schnaubt niedergeschlagen. Das ist so traurig. Danke, Tiffany. Hoffentlich macht es dir nichts aus, bei meinen Testritten das fünfte Rad zu sein. Ich bin in der Gegenwart von neuen Pferden nur immer so nervös. Das verstehst du doch, oder? Das nächste Pferd auf Sonjas Liste steht auf Birks Gehöft. Vielleicht handelt es sich, dabei handelt es sich um die Farm, die Kirsty Griswold übernommen hat und jetzt leitet. Ich liebe sie. Seitdem man Dewdrop Dell nun Koop spielen kann, helfe ich ihr jeden Tag auf der Farm. Sie ist so oft online, dass ich mich frage, wo sie die Zeit für ihre echte Farm findet. Sie hatte, glaube ich, irgendwas über die Adoption von Mustangs erzählt. Mustangs sind meine Lieblingsrasse. Ich weiß. Ich habe gesagt, dass ich alle Rassen gleich doll liebe. Aber Mustangs sind nun wirklich die Art von Pferden, die mir mehr liegen, weißt du? Sehen wir sie uns an. Mach's gut, Großer. Oh, ich finde, ich... Guckt euch nochmal diese Augen an. Guckt euch dieses Pferd an. Ich finde diese Quest so unfassbar traurig. Deswegen habe ich die einfach die ganze Zeit nicht gemacht. Ich mag sie gar nicht. Birks Gehöft. Ach, da unten war das, ja. So. Habe ich hier? Ja, da habe ich den Flugpunkt schon, hätte ich beinahe gesagt. Zu viel WoW gespielt, die letzten zwei Tage hier. Den Transporter, das wollte ich sagen. So. Oh, dann mal her mit dem Mustangs. Zeit, ein Pferdchen zu kaufen. Schau, da ist Kirsty. Emma ist immer mega begeistert hier. Du bist also auf der Suche nach einem Adoptionspferd, Emma? Das freut mich sehr. Ich kann mir keine bessere Person für diese speziellen Wesen hier vorstellen. Mache die Papiere fertig, denn ich will den Vertrag unterschreiben. Kaum zu glauben, mein ganz eigener Mustang. Mustang? Es ist kein Mustang, den ich verkaufen will. Aber du hast online doch geschrieben, dass du jetzt ein Mustang-Paar hier hast. Und das stimmt auch, aber diese Mustangs sind noch Fohlen. Sie werden erst in einigen Jahren soweit sein, einen Sattel zu tragen. Nein, das Pferd, das ein neues Zuhause sucht, ist die kleine Dame dort drüben. Ah! Aber sie ist so schlammig. Das stimmt wohl. Ich nenne sie Mudskipper, also übersetzt Schlammhüpfer, weil sie wie ein Wesen aussieht, das gerade aus einer riesen Pfütze gekrabbelt ist. Daraus ist dann kurz Skipper geworden. Ja, nein, sie ist definitiv mehr eine Schlammig. Eine Muddy. Hugh von der Rettungsrange hat sie in Epona gefunden. Sie ist ein Assateague-Pony. Sind Assateague nicht Wildpferde? Die Rasse wurde nach der wilden Population von Pferden in Virginia und Maryland benannt. Aber heutzutage sind die Assateague größtenteils gezähmt. Und Mudskipper hier war eindeutig an den Sattel gewöhnt. Sie ist nicht wild, sie war nur schutzlos den Elementen ausgesetzt, das arme Tierchen.
Aber mit etwas Liebe und sorgsamer Pflege wird sie in kürzester Zeit auf Pferdeshows vorzeigbar sein. Auf Shows vorzeigbar? Das scheint mir etwas optimistisch. Also soll ich die Unterlagen holen? Verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, aber ich suche nach einem Partner und keinem Projekt. Macht mich das zu einem Ungetüm? Nein, gar nicht. Die Adoption eines geretteten Pferdes ist eine große Verantwortung. Dafür ist nicht jeder geeignet. Ich würde es natürlich vorziehen, wenn sie bei einer Reiterin wie dir ihr neues Zuhause findet, die ihr das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein. Aber für den Notfall habe ich noch einen weiteren Interessenten für sie. Bevor wir gehen, gibt es da noch eine Sache. Natürlich. Dürfen wir vielleicht die Baby-Mustangs kuscheln? Aber immer gerne doch. Wo sind sie? Will sie jetzt echt die Baby-Mustangs erst noch kuscheln? Ja. Aber Maddie. Ganz ehrlich, sie ist einfach so süß. Sie ist so knuddelig. Ich muss mal ein Bild davon machen. Es, ganz ehrlich, ist das nicht das süßeste Bild ever? Oh, ist das goldig? Ist das süß? Ach, ich kriege mich wieder nicht ein. Oh! Da bin ich kurz auf den Desktop geflogen, weil ich mich verklickt habe. Ja, so ist auch cool. Ach, es ist einfach goldig. Oh, ich stehe mit dem Arm ein bisschen in ihr drin, aber macht nichts. So. Ein Fohlen gekuschelt. Und das zweite Fohlen gekuschelt. Warum stand Emma jetzt die ganze Zeit draußen? Sie wollte doch die Fohlen kuscheln. Mir tut die arme kleine Matzkipper leid, aber wenn ich mir vor meinem geistigen Auge mein Traumpferd vorstelle, dann ist das ganz bestimmt kein schlammbedecktes Pony. Ich will ja keine Kompromisse eingehen, du verstehst schon. Und außerdem bin ich sicher, dass Skippers Seelenverwandte irgendwo da draußen ist, nicht wahr? Es gibt noch ein weiteres Pferd auf Sonjas Liste. Silvermane Seraphim. Jedes Pferd mit solch einem Namen muss einfach überunglaublich sein. Ich sehe uns schon vor mir. Sie stolziert selbstbewusst daher. Ich richte total modelmäßig meine Augen teilnahmslos in die Ferne. Alle Paparazzi wollen nur uns fotografieren. Und wir sind natürlich in aufeinander abgestimmten Outfits von Franziska Ironsaddle gekleidet. Für mich stellt das Dressurreiten die Modewoche mit Pferden dar. Man muss sich einfach nur darauf einlassen. Auf geht's, Chauffeuse. Wir sind unterwegs nach Silverglade. Oh ja, abgefahren. Heieieiei. Mach's gut, Maddy. Sie ist einfach so süß. Aber, ach, ganz ehrlich, dass sie sagt, oh, ich will kein schlammbedecktes Pony, ganz ehrlich. Jedes Pferd ist mal ein schlammbedecktes Pferd, ansonsten ist es kein glückliches Pferd. Reitarena, da. Man sagt doch immer, nur ein dreckiges Pferd ist ein glückliches Pferd. Oh. Also, wenn sie ein Pferd haben möchte, was immer nur sauber ist, dann sollte sie sich besser ein Spielzeugpferdchen holen. Um ehrlich zu sein. Oh. Also gut, Tiffany, ich bin bereit, Silvermane Seraphim kennenzulernen. Riechst du nicht auch das Schicksal? Ist es zu spät, um nach Hause zu rennen und mich umzuziehen? Ich will doch keinen schlechten ersten Eindruck machen. Komm schon, reiß dich zusammen, Emma. Dieses Top ist total niedlich. Pferde lieben es. Sei einfach du selbst. Aber was, wenn ich selbst zu sein nicht reicht? Oha. Entschuldigung, ich bin hier, um ein Pferd zu kaufen. Ich habe gehört... Schau. Da kommt sie. Wow, ist das... Silvermane Seraphim. Die Gerüchte sind wahr. Sie ist wieder auf dem Markt. Was würde ich nicht dafür geben, so ein Pferd zu reiten? Oh. Du hast also Interesse daran, Silvermane Seraphim zu kaufen? Cool. Möchtest du einen Testritt mit ihr machen? Aber selbstverständlich. Tiffany, du begleitest mich doch, oder? Ohne meinen Kompagnon bin ich aufgeschmissen.
Ja, dann komme ich mal mit. Also ist schon wirklich ein schickes. Du bist genauso engelsgleich wie dein Name. Silvermane Seraphim. Also die ist schon wirklich sehr schick, muss man schon sagen. Aber ich glaube, ich erinnere mich an das, was kommt. Also mit ihr jetzt. Hey, wo willst du hin? Warte mal, wo muss ich denn lang reiten? Ach, da ist der... Ach Gott, ich habe den Pfeil einfach nicht gesehen. Hallo, stopp! Sehen wir mal, wie du bei diesem Sprung durch die Luft fliegst. Ja, das haben wir jetzt leider verpasst. Da vorne ist sie, da sehen wir den nächsten Sprung. Klappt doch eigentlich perfekt. Oh, vorsichtig, hier ist kein Zaun. Oh, da war sie aber jetzt hier. Ja. Bam, badadam, dam. Oh. Toll, jetzt bringst du meinem Pferd hier schlechte Sachen bei. Läuft wohl doch nicht ganz so gut. So, komm, lass uns zurück zur Reithalle reiten. Das reicht jetzt für einen Testritt. Wobei als erster Testritt direkt ein Ritt ins Gelände ja auch nicht unbedingt so sinnvoll ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich würde immer sagen, ein Pferd auf dem Reitplatz auszuprobieren, ist definitiv erstmal die sinnvollere Wahl. Aber ist schon echt ein schickes Pferdchen. Das sieht doch aus quasi wie das Anfangspferd, oder? Mit Zöpfchen. Wenn man daraus einen Schimmel macht. Ausgezeichnete Form, Emma. Du hast sie gut im Griff. Du bist wie dafür geschaffen, dieses Pferd zu reiten. Ja, sie ist ziemlich beeindruckend. Etwas zögerlich bei Sprüngen, aber... Betreibst du Dressurreiten? Ich habe darüber nachgedacht, aber mich interessieren mehr die Springturniere. Mir schwebt da schon immer eine Teilnahme beim Vielseitigkeitsreiten vor. Ach so, wenn du so darüber denkst... Was? Es ist nur so, dass du nie ein besseres Pferd für das Dressurreiten als Silvermane Seraphim finden wirst. Und offensichtlich hast du auch das nötige Talent dafür. Das Vielseitigkeitsreiten kann warten. Lass so eine Chance nicht aus, Emma. Du gehörst in die Arena. Was meinst du, Tiffany? Könntest du wirklich das Springreiten aufgeben? Wenn du das so formulierst, ist die Antwort ja, ganz eindeutig. Das ist nicht das geeignete Pferd für mich. Tut mir leid, Silvermane Seraphim. Dein Name ist fantastisch und du bist das verdammt nochmal schönste Wesen, das ich je gesehen habe. Aber ich kann dich nicht mit nach Hause nehmen. Es ist so, du bist eine Ballerina und ich bin eine Wrestlerin. Es würde nie funktionieren. Das bedeutet dann wohl adieu. Oh, sie schnieft. Och, es ist einfach so traurig. Ich hasse die Quest. Ich hasse die Quest so tierisch. Das gibt's gar nicht. Das war das letzte Pferd auf der Liste. Ich habe wohl Pech. Vielleicht sollte ich meine reiterlichen Träume einfach aufgeben und mein Erspartes für Katzen ausgeben. Für den Preis eines Pferdes könnte ich ein Dutzend Katzen kaufen und hätte immer noch genug übrig, um ihnen kleine Sättel zu stricken. Ach, Emma. Ihr Lieben, für heute soll es das jetzt aber erstmal gewesen sein. Wie es mit Emma weitergeht, das erfahren wir dann in einer der nächsten Folgen. Ich glaube tatsächlich, beim nächsten Mal geht es dann aber erstmal mit der Story weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und danke fürs Zuschauen. Tschüss!